Mitten in Bonn liegt das Hauptgebäude der Universität, ein ehemaliges Schloss. Viele Eingänge führen hinein. Dieser ist gerade nicht der schönste. Ich nehme ihn trotzdem. Hier geht es in den Innenhof. Noch eine Tür. Was verbirgt sich bloß dahinter? Büros? Hörsäle? Ich probiere es mal. Eindeutig eine Kirche. Mitten in der Uni Bonn versteckt. Erstaunlich. Seltsam. Ich lasse zu, dass der Raum sich mit Tönen füllt. Mit Tönen, auf die der Raum angelegt ist. Möge er jetzt zu einer Art virtuellem Gottesdienstraum werden. Die Gedanken gehen hin und her. Bin jetzt nicht zu Hause. Bin nicht auf der Arbeit. Ich komme auf mich selbst zurück. Ich lasse den Raum, Töne, Musik, Worte auf mich wirken. Grundsätzliches
wieder hochkommen lassen, den Blick weiten, zur Vergangenheit, in die Zukunft, achtsam werden aufs Jetzt. Gott fühlen, Gott denken, kritisch bleiben, Vertrauen ausprobieren, nach vorne schauen und nach oben. Zu Beginn des Semesters, zu seiner Eröffnung in einer bestimmten Art und Weise. Ein Gottesdienst. Ein Nachdenken, bei dem ich einen Kirchraum vor dem inneren Auge habe. Ein Kirchraum versteckt im Hauptgebäude der Uni Bonn. Sie und ich, wir sind abwesend von diesem Raum. Und doch ist das, was eigentlich in diesem Raum gehört und für das er da ist, anwesend. Zurzeit ist es auch für die Vorlesungsräume der Uni in diesem Semester typisch. Die Räume sind zu und werden nicht benutzt. Aber das, wozu sie da sind, das geschieht doch, dank der Möglichkeiten der digitalen Übermittlung. Es ist nicht genau das Gleiche, aber trotzdem kommt eine ganze Menge von den Seminaren oder den Vorlesungen an. So erging es mir jedenfalls im letzten Semester. Und ich denke, so wird es auch in diesem Semester sein. Abwesend von den Unterrichtsräumen und doch anwesend im Unterricht sein. Und für viele Berufstätige ist das auch so. Und auch bei Familienbesuchen wird es seit vergangener Woche auch wieder so sein müssen. Die Dialektik von Abwesenheit und Anwesenheit ist beim Gottesdienstraum grundsätzlich. Sie ist noch mal anders, denn sie gilt, selbst wenn wir jetzt alle in diesem Moment tatsächlich in der Schlosskirche zusammen wären. Diese Dialektik von Abwesenheit und Anwesenheit im Gottesdienstraum wird regelmäßig in den Kirchen besungen. Die dort Anwesenden singen mit. Ein offensichtlich erkennbar Abwesender wird als anwesend besungen. So zum Beispiel in dem Kirchenlied »Tut mir auf die schönen Pforte«. Ein Kirchengebäude wird als Gotteshaus bezeichnet. Gotteshaus, das ist im Grunde nicht anders als die Vorstellung vom Tempel in der Antike. Da wohnt die Gottheit. In der Antike konnte man vielleicht noch denken, dass in irgendeinem Innenraum, einem Allerheiligsten, dann ein Wesen tatsächlich wohne. Oder dass von einem heiligen Objekt unmittelbar magische Kraft ausgehen würde. In der Bonner Schlosskirche, wie in Kirchen überhaupt, ist das offensichtlich nicht der Fall, denn Gott ist nicht anfassbar, nicht sichtbar, nicht hörbar. In diesem Sinne ist Gott nicht da. Das ist anders als bei Zoom-Meetings für Seminare, beim Homeoffice oder bei Videoanrufen. Wir können die anderen sehen und hören. Entweder die anderen Menschen sind abwesend oder anwesend.
Die Abwesenheit Gottes ist anders. Wir können ihn grundsätzlich nicht sehen, hören oder anfassen. Wer nicht an ihn glaubt, drückt es so aus: Es gibt ihn nicht. Und wer an ihn glaubt, wird sagen, seine Anwesenheit ist von anderer Art. Von welcher Art ist sie denn? Das Lied beschreibt es so: An diesem Ort werde ich fröhlich sein. Aber wodurch? Mit Zweckmäßigkeit geht dieser Raum anders um als die Hörsäle und Büros. Er hat Schönheit zu bieten, farbliche Schönheiten wie Ornamente. Er lenkt den Blick, wie ein Hörsaal auch, nach vorne, aber auch nach oben. Er ist offensichtlich dafür vorgesehen, dass von vorne geredet wird. Darin nicht anders als ein Hörsaal. Aber mit der Orgel im Rücken und seiner akustischen Anlage ist eindeutig auch Musik vorgesehen. Es ist ein Festsaal. Er ist zum Feiern eingerichtet, wie ein paar andere Räume der Uni auch. Er ist auf Feierlichkeit angelegt, aufs Fröhlichsein. Tut mir auf die schöne Pforte, führt in Gottes Haus mich ein. Ach, wie wird an diesem Orte meine Seele fröhlich sein? Hier ist Gottes Angesicht, hier ist lauter Trost und Licht. Ach, wie wird an diesem Orte meine Seele fröhlich sein? Es ist ein Raum für lauter Licht und ein Raum für eine Art von Fröhlichkeit, die gerade auf den Zustand von Nichtfröhlichkeit reagiert. Es geht hier um lauter Trost. Kein Wunder, dass der Dichter hier für das Ich ein besonderes Wort verwendet: meine Seele. Ich lese das so: Gemeint ist mein Ich in seiner Gestimmtheit, so etwas wie mein innerstes Ich. Mein Ich in seiner ganzen Tiefe. Wie wird aber dieser Gott, der als Abwesender doch mit solcher Wirkung auf mich besungen wird, nun seinerseits beschrieben? Kein Wort von den klassischen abstrakten Charakteristika für den Gottesbegriff wie Allmacht, Allwissenheit oder selbst Allgegenwart. Von welcher Art ist sie denn? Das Lied beschreibt es so: An diesem Ort werde ich fröhlich sein. Aber wodurch? Mit Zweckmäßigkeit geht dieser Raum anders um als die Hörsäle und Büros. Er hat Schönheit zu bieten, farbliche Schönheiten wie Ornamente. Er lenkt den Blick, wie ein Hörsaal auch, nach vorne, aber auch nach oben. Er ist offensichtlich dafür vorgesehen, dass von vorne geredet wird. Darin nicht anders als ein Hörsaal. Aber mit der Orgel im Rücken und seiner akustischen Anlage ist eindeutig auch Musik vorgesehen. Es ist ein Festsaal, er ist zum Feiern eingerichtet, wie ein paar andere Räume der Uni auch. Er ist auf Feierlichkeit angelegt, aufs Fröhlichsein. Ach, wie wird an diesem Orte meine Seele fröhlich sein? Es ist ein Raum für lauter Licht. Und ein Raum für eine Art von Fröhlichkeit, die gerade auf den Zustand von Nichtfröhlichkeit reagiert. Es geht hier um lauter Trost. Kein Wunder, dass der Dichter hier für das Ich ein besonderes Wort verwendet: meine Seele. Ich lese das so: Gemeint ist mein Ich in seiner Gestimmtheit, so etwas wie mein innerstes Ich, mein Ich in seiner ganzen Tiefe. Wie wird aber dieser Gott, der als Abwesender doch mit solcher Wirkung auf mich besungen wird, nun seinerseits beschrieben? Kein Wort von den klassischen abstrakten Charakteristika für den Gottesbegriff wie Allmacht, Allwissenheit oder doch selbst Allgegenwart. Stattdessen Angesicht. Eine visuelle Beschreibung da, wo es doch offensichtlich nichts Direktes von ihm zu sehen gibt. Und doch besteht der Dichter auf der Beschreibung der Nähe. Hier ist Gottes Angesicht. Wo finde ich etwas davon, wenn ich mich in der Kirche umschaue? Am deutlichsten dafür ist das Zeichen, das vorne auf dem Altar steht,
das Kreuz. Es appelliert an mein Vorwissen. Es soll mich erinnern an die Kreuzigung Jesu, an das, was jener Jude aus Nazareth gesagt und getan hat. An seinen Gottesglauben in der Tradition der Erzählungen des Alten Testaments und daran, wie von ihm und über ihn weitererzählt wurde, dass dieser Tote lebt, nicht einfach mit dem Grab vergangen ist, sondern bleibt, wie Gott bleibt. Man könnte sagen, dass jener Tote für die Christen, für einen Teil, ja, dem zentralen Teil von Gottes Angesicht geworden ist. Gehört das in die Uni? Es ist in ihr stehen geblieben, weil dieses Gebäude früher einmal ein kurfürstliches Schloss war. Das Schloss des kurfürstlichen Erzbischofs von Köln von vor fast 250 Jahren. Und es wurde vom preußischen König den Evangelischen in Bonn vermacht, zu einer Zeit, als die noch keinen Gottesdienstraum in Bonn hatten. Es sind also historische Zufälle, denen das Hauptgebäude diesen Raum verdankt. Ein Erinnerungsraum an vergangene Zeiten, das sicher. Aber die Frage ist dann, worin sein Potenzial heute liegt als Lebensraum und als Sinnraum. Die zwei weiteren Strophen des Lieds bieten dazu zwei Antworten. Die erste ist eine sehr individuelle. Die zweite geht dann darüber nochmal hinaus. Am Anfang eines neuen Semesters ist alles wieder einmal auf Start gesetzt. Für mich persönlich ist das ein besonderer Neubeginn. Das Abschlussexamen des Studiums B und überstanden, beginne ich nun meine Tätigkeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Diese beinhaltet zunächst einmal den Rollenwechsel von der Studentin zur Dozentin. Ich verspüre die Motivation, auch in dieser Rolle mein Bestes zu geben. Die Aufregung, unterrichten zu dürfen. Die Freude, mein Promotionsprojekt zu beginnen. Ich verspüre aber auch die Unsicherheit, wie denn all dies werden wird. Die eigene Unsicherheit in Zeiten der Unsicherheit schlechthin. Unsicherheit, die heute mehr denn je für alle an der Universität, in der Stadt, in Deutschland, in Europa und der ganzen Welt gilt. Die unterschiedlichen Prognosen zeigen, niemand weiß genau, was die nächsten Wochen und Monate bringen werden. Was wir wissen, ist, dass es eine Zeit des Abstandhaltens sein wird. Ein jeder wird für sich bleiben müssen. Kontakte sollen vermieden werden, wenn überhaupt nur vereinzelt stattfinden. Das kennen wir bereits aus dem vergangenen Frühjahr. So sehr wir also quasi erfahren im Abstand halten sind, so sehr wissen wir eben auch, was uns in den nächsten Wochen und Monaten fehlen wird. Die zweite Strophe aus dem Lied kann mehr noch als die erste, als eine Beziehungsstrophe zwischen dem Einzelnen und seinem Gegenüber gelesen und gesungen werden. Ich bin zu dir gekommen, komm nun auch zu mir. So beginnt eine Beziehung, so wird eine Beziehung erhalten. Man macht einen Schritt auf jemanden zu und möchte eine Antwort, eine Reaktion haben. Das können ganz unbedeutende Augenblicke sein, wie ein flüchtiges Lächeln, das erwidert wird. Das können Momente im Berufsleben sein, wie wenn ich als Dozentin in einem Seminar eine Frage an die Studierenden stelle. Oder wenn ich später hoffentlich einmal meine Promotionsarbeit zum weiteren wissenschaftlichen Diskurs veröffentliche. Das können Situationen im Privatleben sein, wie wenn ich eine Freundin oder einen Freund kontaktiere, um mich mit ihm oder ihr auszutauschen. Das ganze Leben besteht daraus, auf jemanden einen Schritt zumachen und auf eine sich mir zuwendende Antwort, eine Reaktion hoffen. Ohne ein Gegenüber zu haben, auf das ich zugehen könnte, oder aber ohne eine Antwort oder eine Reaktion zu verharren, das ist
frustrierend. Das macht traurig. Das macht einsam. Und wenn es auf Dauer so ist und es einem ständig so geht oder bei einer mir wichtigen Person der Fall ist, dann wird es auch ganz schnell mal die Hölle. Gott ist das Gegenüber, an das ich mich in jeder Situation wenden kann. Er ist das Gegenüber in Sachen letzter Sinn und tiefster Verletzlichkeit. Er ist das Gegenüber der Selbstbesinnung an den Anfängen und den Abschieden. Und für manche ist er das Gegenüber jeden Morgen und jeden Abend. Oder er ist das Gegenüber an einem besonderen Tag der Woche, etwa dann, wenn sich jemand in eine Kirche begibt. Das sind Begegnungen mit der Beziehungshaftigkeit überhaupt, mit meinem innersten Selbst. Es ist der Sinn von Kirchenräumen, von Gotteshäusern, dazu anzuregen. Der Liederdichter drückt es so aus: Wo du Wohnung hast genommen, da ist lauter Himmel hier. Und sei es mitten in der Uni, wo es doch weniger um Himmel oder Hölle geht, sondern um Wissen und Forschen, um Lernen und Lehren. Es ist wie zwischen Feiertag und Alltag oder zwischen Gottesdienst und Arbeit, zwischen Poesie und Information. Es geht um mein Innerstes, um meine Empfänglichkeit für das, was mehr ist als Alltag und Arbeit und Information. Es geht um Lebensglück, um Sinnerfahrung. Und so kombiniert der Dichter hier die Sprache der Religion und die Sprache der Liebe. Zieh in meinem Herzen ein, lass es dein Tempel sein. Ich bin nicht du, das ist meine Grenze. Aber ich kann mehr werden, als ich ohne dich bin. Dann verschwimmen die Grenzen, dann lässt sich der Himmel auf Erden erahnen. Ich bin her zu dir gekommen, komme du nur noch zu mir. Wo du Wohnung hast genommen, da ist lauter Himmel hier. Zieh in meinem Herzen ein, lass es deinen Tempel sein. Szenenwechsel. Von der privaten Erfahrung zur Erfahrung in der Breite des Lebens in der Welt. Von dem Du und Ich zu dem, was daraus wird. Der Dichter greift ein Bild auf, das auf der Grenze zwischen einem Naturbild und einem Kulturbild liegt. Mache mich zum guten Lande, wenn dein Samenkorn auf mich fällt. Gib mir Licht in dem Verstande und was mir wird vorgestellt. Präge du im Herzen ein, lass es mir zur Frucht gedeihen. Mach mich zum guten Land. Du gegenüber, die Erfahrung mit dir verändert mich. Nun entwickelt sich etwas Neues bei mir, so wie bei einem Acker, auf dem die Saat aufgeht. Doch das Bild zielt nicht so sehr auf die Biologie von Säen und Empfang, sondern wendet die Sache ins Geistige. Eine Saat, die im Verstand aufgeht. So als ob der Dichter hätte ahnen können, dass jetzt gerade sein Lied und seine Strophe hier in die Universität Bonn in ihr Hauptgebäude verpflanzt ist. Ich werde in meinen Verstand und auf meinen Verstand angesprochen. Es geht um einen Lernprozess. Und für das, was daraus geworden ist, lassen sich auch Qualitätsurteile fällen. Gute Saat geht auf in gutem Land. Nicht soll das ein Vorgang sein,
bei dem sich die Dinge vernebeln, bei dem das Wissen zum Instrument für Böses wird. Das ist ja leider auch nicht immer ausgeschlossen, sondern wo es zu Klarheit und Licht führt. Darum mehr und darum besser sehen, genauer hören und darum besser hören, differenzierter denken und darum besser denken. Habe Mut, dich deines Verstandes zu bedienen. Aufklärung. Aufklärung über die Welt, über mich selbst, ja auch über das, was schon seit langen Vorzeiten der Menschheit als sähender Anfang vorgestellt wurde und was von der Religion als Gott bezeichnet wird. Als was oder wen will ich die Kraft, der wir uns verdanken, verstehen? Um alles das geht es in allen Wissenschaften an der Universität, je aus ihrer Perspektive gefragt und beantwortet. Von der Physik bis zur Medizin, der Soziologie bis zur Psychologie, der Mathematik wie der Geschichte, der Theologie wie der Philosophie. Und noch einmal wechselt der Dichter das Bild und schreitet zu einer anderen Dimension von Gutheit. Nun geht es um einen Lernprozess, geradezu um einen Formatierungsprozess im Herzen. Vom Verstandeskopf zur Herzenshaltung. Bei uns, in unserer Kultur geht das auseinander. Auch zum Beispiel bei dem Rapper-Duo 40 and Jamul, die rappen Herz gegen Verstand. Im Mittelmeerraum der Antike, bei den Ägyptern, wie wohl auch bei den Hebräern, war das anders. Die hatten noch keine Ahnung, was es mit der Glibbermasse hinter dem Schädel auf sich hat. Sie vermuteten stattdessen im Herz, das den Lebenssaft durch den Körper pulsieren lässt, beides, Verstand genauso wie Gefühle. Verstand gepaart mit Herz. Herz mit Verstand. Denn es braucht wohl beides, damit Gutes entsteht. Der Dichter kehrt zum Schluss seiner Strophe nochmal wieder zum Ackerbild zurück, beziehungsweise zur Bauernerfahrung, wie sich Gutheit zeigt. Neudeutsch gesagt lautet die Regel: Schau dir den Outcome an, wenn du zwischen gut und dumm oder gut und böse unterscheiden wirst. Wahre Propheten und falsche Propheten sind wie Obstbäume. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen, so sagt es der biblische Wanderprediger aus Nazareth. Eine simpel daherkommende Regel, in der Weisheit steckt. Und personalisierter sagt es ja der Dichter auch. Man kann den Schluss seiner Strophe sich aneignen als Wunsch und Bitte fürs Semester wie für diesen Winter, vor dem wir stehen, für einen selbst wie für andere. Gib mir Licht in dem Verstande und was mir wird vorgestellt, präge du im Herzen ein. Lass es mir zur Frucht gedeihen. Hören und wünschen und sich die abwesenden Menschen herbeiholen. Zulassen, wenn sich der abwesende Gott einstellt. Im Denken, im Reden, im Fühlen. Wie schön, wenn doch alles wieder schon so wäre, wie es vorher war und wie es hoffentlich irgendwann in nicht zu großer Ferne sein wird. Aber auch, lass mich und lass uns miteinander durchkommen durch die nächsten Wochen und Monate. Wie mag es denen gehen, die alleine sind, die Angst haben, denen es schwerfällt, ständig alles auszuhalten, denen, die gerade jetzt Neues entdecken? Ich schließe sie und mich und uns in mein Gebet ein. Gott, sei doch ihnen und mir und uns nahe.
wie nur du trotz allem Abstand nah sein kannst. Was wird das Semester bringen? Wie werde ich Weihnachten feiern? Wie werde ich, wie werden wir mit Gefahr und mit Gelassenheit, mit Leben und Tod umgehen? Ich lege es in deine Hand. Und ich erinnere mich an das altvertraute Gebet. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig.